Grimm Echse, mit dem Wenn du meine Hilfe brauchst, einfach wieder das Peniszeichen in den Himmel leuchten. Dann komme ich. Warte. Okay. So machen wir das doch immer. Oh, shit, das war vielleicht jetzt nicht so schlau. Also von meinem eigentlichen Spielstil gehört Nabesh irgendwie nicht zu meinen Charakteren. Ja, das geht mir auch so. Immer. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ein bisschen zu supporten als Tank oder sowas. Aber komm mal her, mein Freund. Ich bin halt meistens immer alleine auf einer Lane. Weil ich halt auch einer von den Spielern bin, die einfach mal eine Lane pushen dann. Und dann den Turm wegholen. Und das kann ich mit so einem Typen halt nicht. Ja. Man muss halt ja wirklich. Oh, da ist der schon wieder, ey. Oh, ich hab ihn vom Turm angreifen lassen. Ich hab den irgendwie. Nein. Oh, Speed. Nein. Ich heil dich. Ja, danke, danke. Perfekte Aktion, Mann. So, kannst lassen, ich gehe wieder. So, was macht unser Richter? Der steht auch einfach nur im Spawn rum. Okay. Ja, den habe ich dabei, damit der AFK ist. Das ist alles so geplant. Achso. Was? Na dann. Nee, nee, Spaß, aber typischer Lappen wieder. Solange es kein Turmpusher-Rektor ist, ist alles gut. Oh Mann, das war's echt. Der Typ, der war echt dieser die Hälfte. Typ damals. Der war eine wahre Legende, der Typ. Oh ja. In der Hall of Gay steht er lebenslang drin. So. Das ist auch mal was. Ja, hat nicht jeder, ne? Rechts von Krux. Der Kleine. Ich gehe von hinten rein und du von vorne. Können wir so machen. Ja, alles klar, jetzt habe ich das auch gecheckt. Ein Spätzünder. Ich sage auch noch ja. Oh. Ach, da kommt Kalari gleich wieder. Ich habe Full Life und er greift mich einfach an. Was geht bei ihm ab? Ja, das macht ja, und Sinn. Dann rennt er wieder weg. Hier ist er, ich habe ihm Schaden gegeben. Er weiß, wie ihn spielen da, muss. Da, er blutet, er blutet. Ich versuch's einfach mal. Schade. Er ist so blöd. Hätte ja sein können, ne? Oh, das ist ja eine Chimera. Da oben ist Sparrow, was macht sie da oben? Och Mann. Rückzug, Rückzug, die wollen uns hier einkesseln. Bam. So nehme ich, mein Freund. Wo schießt er hin? Er ist besoffen, Alter. Was macht er denn hier? Ich komme nicht drauf klar, ey. Boah, der Typ war gerade die Härte. Ich greife ihn an. Ich verstehe zwar nichts, aber ich find's auch gut. Ich komm von hinten, greife ihn an. Dann versucht er mich erstmal mit seiner Fähig natürlich rauszuboxen, dass er kein Damage mehr kriegt. Funktioniert erstmal nicht, er holt mich noch näher ran. Und dann renne ich um ihn rum, schlag ihn die ganze Zeit und er schießt auf den Boden. Er schießt einfach nur auf den Boden. Alles klar. Bester Mann, ey. Was für ein Idiot. Er weiß, was er tut. Pam, der gesessen. So, oh. Jetzt spielt Richter wieder. Ich fahr mal kurz den gegnerischen Krux ab. Komm, Kalari, greif mich am besten wieder an. Nö, ich hab gerade direkt gegen ihn gekämpft und er greift mich an. Damit, während ich einfach direkt vor ihm stehe.
Bleib mal bitte bei mir, die kommen alle hier rüber. Okay, okay. Zu dritt, ey. Ach, das schaffen wir. Jo. Bei den Gegnern kann man das locker sagen. Rux, Kamera und Grimexe, obwohl die anderen wieder gehen. Er fühlt sich gerade voll sicher. Jawohl. Und er weiß noch nicht mal, dass sie weg sind. Perfekt. Er dachte auch, er wär, die wären alle noch hinter ihm. Ja, ich die haben ihn einfach im Stich gelassen. Ich leere mal kurz den Sammler. Das okay. Rektor wird gerade gepusht von den Gegnern. Hm, hat Covid denn jetzt? Ja, läuft geh ja mal von hinten an diesen Grimm extra ran. Mal sehen, was ja, er okay, ich bin sagt. Vor ihm. Er schießt auf den Boden, pass auf. Easy. Perfekt. Das ging schnell. Die haben sich irgendwie anti-geskillt. Alle Karten, die haben, verschlechtern die. Aber Grimm-Exe, der komisch. Typ ist echt... Ja, sind die echt. Der ist eine Legende. Du kreist ihn an, der schießt einfach also auf den Boden. Also der Grimm-Exe schießt auf den Boden und Kalari geht mit halbes Leben in den Turm rein. Mit seiner ich verstehe das nicht. Ich meine, was sind denn das für Leute? Die haben das Spiel noch nicht ganz verstanden. Ja, die spielen Team Deathmatch oder was weiß ich. So, ich komme mal kurz mittig, dann können wir da auch mal ein bisschen aufräumen. So, packen wir nochmal grausame Kinetik hier rauf. Oh, Rico hat Besuch. Bam, 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 bam. Oh, nee. Er hat meine Ulti gestoppt. Fuck, das ist mies. Ich komme zur Hilfe. Jetzt stirb endlich, Mann. Ja, gut. Ah, ich werde sterben. Nein, Glubschi, lauf. Lauf. Ja, geht nicht. Ich bin zu dick. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Ich frage mich wirklich, wie die Gegner sich skillen, denn ich weiß nicht, ob es jetzt an meinem neuen Deck liegt, aber mit meiner Ulti töte ich fast One Hit. Also, die sind sofort weg. Ich weiß echt nicht, was da abgeht. Also das, was ich gerade gemacht habe, das hätte eigentlich auch nicht passieren dürfen, dass ich Krux einfach alleine töte. Ja, vor allen Dingen mit deinem Charakter, ne? Ja, eben. Also irgendwas stimmt da nicht. Boah, wie easy du den killst. Ich lass ihn dir jetzt einfach mal... Oh, da ist auch noch ein Sparrow. Ja, hol du den Sparrow. Ich schluck den Schaden. Ja, was macht die denn? Die merkt die nicht, dass sie angegriffen wird? Alter, du hast mir gerade so das Leben gerettet, ne? Ja, ich hab 62 Leben. Ja, die ging auch irgendwie nur weiter auf dich. Ich greife die von hinten an und das hat sie gar nicht interessiert. Nee, das war dir egal. Da hätte sie aber auch nicht viel machen können. Gestorben wäre sie so oder so. Von vorne hatte sie halt noch die Chance, seinen Kill zu holen. Sie hat sich nicht mehr umgeguckt. Oh, der Sammler ist voll. So, da sind wir. Oder sind sie jetzt zu dritt? Das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Ja, Moment, soll ich auch mal mit dich kommen? Ah ne, jetzt sind wir auch zu dritt. Jetzt. Jetzt ich bin da. Ich auch. Gut. Perfekt. Ich hole erstmal die Minions hier. Ach, ihr kümmert euch direkt ums Ganze. Okay. Ja, klar, wenn dann direkt rauf hier. Komm, Kalari kommt. Warte, Kalari kommt. Wetten, wetten. Nee. Komm. Alter, wie dich das einfach vorwegportet. Vorsicht, die wollen uns überrennen. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Glubschi, mach uns schneller. Bam. Schuss geblockt. So, ich halte euch mal einfach, bis ihr voll seid. Ich gehe rüber rechts und heiz Kalari ein. Ihr kümmert euch hier, ja? Mhm.
Ich stehe mal mit meiner Viereck, mal sehen, ob sie mal rankommen. So, mein Mana ist leer. Er will mich garantiert auch anziehen. Sehe ich das schon. So, ich komme wieder zu euch. Warum ziehst du mich ran? Oh, oh, das ist so knapp. Oh, ich habe ihn. Und du kümmerst dich um den? Schön gemacht. Ja, den, ja, mach du einfach. Ist besser. Oh, ja, jetzt bin ich auch tot. Egal. Oh, Prime ist auch da. Jawohl. Oh, ich bin Level 15. Gut, ich bin schon seit 10 Minuten Level 15. Ja, du hast ja auch... Oh, shit. Jetzt weißt du, wie es mir vorhin geht. Brauchst du meine Hilfe? Wenn nicht schlecht, ja. Ich werde sterben. Aber es ist unter Half-Life. Wenn du genug Leben hast, dann... Ich bin gleich, wenn ich den gekillt habe, voll. Er hat Angst vor mir. Ich dachte, du bist immer voll. Ja, genau. Ich bin immer blau, voll wie ein Eimer, ne? Mehr. So, ich geh mal zurück zur Base. Also als Murdoch würde ich mir echt Gedanken machen, wenn ich 4 Level hinter dem Tank Support bin. Warum das denn? Weiß ich auch nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wie kann man denn so schlecht sein? Der kann auch so viel Damage raushauen, der Typ. Gut, wollen wir den mal zusammen holen? Warte, ich hole mir noch kurz diese rote Kugel. Blablabla, dann abziehen. Ach, kein Mörder ist immer noch in der 20, Mitte. 20 Leben verloren. Jetzt können wir. Alles klar, ich gehe außen rum. Wer kommt da? Da kommt Sparrow. Oder? Nee, Kalari. Ich tue erstmal so, als ob ich gar nicht da bin. Versuche immer ein bisschen Kalari zu dir rüber zu ziehen. Ich hab ihn schon. Ich könnte hier gleich Hilfe gebrauchen, dann in der Mitte. Schlecht, sorry. Sorry. Egal. Ich helfe Glubschi jetzt in der Mitte. Ich will nicht, dass er noch mal steht. Der Typ ist relativ dumm, dieser Kalari. Ja, der ist ziemlich dumm. Sag Bescheid, wenn du reingehst. Ich habe auch meine Ulti einfach wieder. Ich bin gleich bei dir. Ja, hier ist ja schon der Turm, also. Moment, die ziehen sich wieder zurück. So, und der Scheiß jetzt. Alles klar. Ich wollte doch jetzt Spaß haben. Eben. Ich soll das? Wollte ein schönes Lied trommeln. Das ist so lustig, wie schnell man die Minions einfach killen kann mit Grux. Ach komm, scheiß drauf, ja. Weißt du was, Glubschi? Ich steig auch noch mit ein, ich nehme noch auf. Okay. Mir ist gerade langweilig. What the fuck? Du bist ein bisschen zu früh rein. Ah ja, ich weiß. Ich wollte einfach nur schnell den Turm zeigen. So. 3, 2, 1. So Leute, let's go und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich starte ziemlich spät mit der Aufnahme, muss ich ehrlich zugeben, weil wir gerade einfach nur so für Glubschi aufnehmen wollten. Und jetzt habe ich selbst irgendwie Bock bekommen. Und da dachte ich mir einfach mal, fangen wir mal an, nehmen wir mal später auf, ausnahmsweise. Ich komme da mal rüber, das sieht ein bisschen eng aus. Hat er den oder? Ich habe es echt nicht mitgekriegt. Ich komme ihm da einfach mal entgegen. Wir haben auf jeden Fall sehr bekloppte Gegner. Wir haben einen Kalari, der sich für sein Leben gerne opfert. Den wir jetzt aber einfach mal entfernt haben. Wir haben einen gegnerischen Sparrow, der einen die ganze Zeit nur abfacken will.
Wir haben echt crazy Typen hier. Grim Axel, der nur auf den Boden schießt. Ja, Grim Axel ist besoffen, der schießt einfach auf den Boden. Keine Ahnung warum, was da so abgeht. Will ich gar nicht wissen. Der spielt bestimmt wieder mit Lenkrad, einer dieser Profispieler. Ja. Ich hole mal den gegnerischen Grux. So, komm her. Ich habe mich gerade wieder im Jungle verlaufen. Ich bin so ein Vollidiot. Da, er rennt weg. Ja, komm her, du Fisch. Was willst du? Echt. Versteckt er sich da erstmal in seinem Turm? Oh, das ist ja gar nicht mein Jungle. Ich bin gerade bei den Gegnern. So, ich reihe mich mal einfach hier ein. Gut. Da ist er. Ich finde gerade keine Gegner mehr. Das regt mich so ein bisschen auf. Wir wollen jetzt über rechts kommen. Jedenfalls da sind Kalari. Sie gut. Ich gehe rüber und helfe dem. Machst du das in der Mitte? Ja. Meinetwegen. Gut. Sieht nämlich so aus, ja, der hat schlechte Karten. Obwohl er eigentlich gut was aushalten müsste. Fuck. Ey, du bist so feige, ne? Oh, ich komm da mal hin. Da sind jetzt drei Leute bei dir. So, den hab ich. So, ich greife mal dieser Sparrow hier an. Ja, er hat mich. Egal. Den habe ich auf jeden Fall geholt. So, jetzt musst du den noch holen. Ja, komm. Ah, der eine habe ich. Seid ihr auf jeden Fall? Ja, wir haben drei im Spawn, die zwei. Scheiße. Ah, die sind so unterentwickelt. Fuck. Sie schaffen das nicht. Ich glaube, die spielen das echt zum ersten Mal. Unser Motor kriegt auch nichts gerissen irgendwie. Glubschi, wieso stehst du nur im Spawn? Glubschi? Ist der AFK oder was? Anscheinend schon. Er will den Gegner auch mal eine Chance lassen. Ja, komm, er ist so sozial, Leute. Warum steht er jetzt einfach nur im Spawn? Er hat nichts mehr gesagt. Verstehe ich nicht. Weil die rennen jetzt gerade bei uns rechts durch. Und ich kann nichts machen. Ich. Wenn wir jetzt gegen die verlieren, ist das echt lächerlich. Fuck, ey. Vielleicht hat er gerade irgendwelche Internetprobleme oder so. Scheiße, ich gehe auf jeden Fall erstmal nach rechts und hau mich da durch. Wenn du gleich mitkommst, wäre das echt gut. Ich spawn in 5 Sekunden. Unser Modok steht irgendwie auch nur noch. Ah ne, jetzt kommt er auch. Aber Modok hat irgendwie diese Bock auf Verteidigen. Der geht lieber nach links. Ja, Kalari, du Bitch, ey. Ich mach euch hier alle fertig. Erstmal die Minions weg. Gut. ja. Keine Ahnung, was jetzt mit Glubschi ist. Er ist irgendwie AFK. Was geht da bloß ab? Hau jetzt die hier mal. So, den haben wir schon mal wieder. Kalari wollte unseren Sammler zerstören. Ne, Moment, hat er sogar. Hat er sogar, scheiße. Oh, die Gegner haben die Hauptkugel. Ja, lass mal gleich hier bleiben, ja.
Ah, oh, die werden sowieso Hey, warte. Warte, guck mal auf die Map. Er rennt erstmal zu unseren beiden Mates auf der linken Seite. Merkt dann, dass die gar nicht zu ihm gehören und haut jetzt ab zu seiner Base. Was für ein Ach. Knecht, ey. Was ist das denn wieder für einer? Komm, wir gehen dem mal entgegen, ja? Ja, geh du da lang, ich geh so ein bisschen rechts, als er hier Okay, durchkommt. weil selbst wenn die den Orb haben, das sind solche Lappen, ich glaube nicht, dass sie irgendwas reißen können. Was versucht er denn jetzt so? Wo läuft er denn hin? Er möchte seine Base mit dem Orb verbessern. Er spielt Ja, Minecraft. also. Ich Wow. habe echt keinen Plan, was er machen will. Erstmal ein bisschen chillen da oben. Ja. Ausruhen. Was macht er da? Ich hoffe, der weiß, dass der Orb auf Zeit ist. Also. In 5 Minuten will er losrennen. Nein, fuck. Warum? Ey, da ist er, komm. Tja, fick dich. Das hat nichts gebracht. So, erstmal dickes, Entschuldigung, ich musste gerade dringend weg. Okay. Ja, kein Ding. Also, wir haben hier einfach ein paar Witze über dich gemacht. Nein, Spaß. Wir haben uns gewundert, dass du einfach nicht da warst. Denn die Hier, haben komm die jetzt, Hauptkugel. Komm mal komm schnell nach rechts, extra. wenn du kannst, ja? Ja, habe ich gerade schon gesehen, bin unterwegs. Komm extra, Das wäre echt Crocs super. und Chimera bis jetzt. Mal sehen, wer noch so kommt. Er haut wieder Spell. ab mit seiner Kugel, okay. Gut, Glubschi Erwartet ist lieber, da, bis nee, seine das ist Teammates rechts noch. tot sind. Was Er versucht will er denn wahrscheinlich, ständig? dass die uns eliminieren. Keine Ahnung. So weit wird's nicht Ich kommen. würde ja drauf gehen, aber ich schaffe nicht drei alleine. Zwei würden gehen, aber Ja, Fernkampf ist jetzt nicht so das Gebiet, wo ich viel einstecke. mit meiner Ulti Chimera könnte ich kommt auch unten. rein, also. Und ich lach garantiert auch. Okay, lass die einfach mal rankommen. Oder so. Immer, was macht der Orb da? Oh shit, in der Mitte werden wir gerade angegriffen. Ja, aber es sind nur Minions. Nee. Nee, kein Mehrer. Wir sind da zu zweit. Die wollen uns aber hier weglocken, ne? Ich würde hier bleiben. Wenn einer da hingeht, reicht das. Der Orb ist immer noch ganz links. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, renn um dein Leben. Attack Speed des So. Todes. Ich komme jetzt. Warte, was macht der mit dem Orb jetzt auf der linken Seite? Ohne Scheiß. Die wollten uns nur ködern. Ach Kümmert euch Mann. mal um die Gegner hier in der Mitte. Ich komme gerade angerannt. Ja. Ich renne den gerade hinterher. Ich frage mich echt, wie unterentwickelt man eigentlich sein kann. Also. Oh, da gibt es viele Leute, die das immer wieder toppen werden. Oh ja. So. Jetzt hat er die Zeit ablaufen lassen. Perfekt. Oh Mann. Hat sich ja richtig gelohnt für ihn. Da Ja. kommt er. Guck mal, er denkt, er hat die Hauptkugel noch. Echt? Ja, er läuft hier so rum und läuft weg und ach ja. Jetzt läuft er in den Tod. Ja, jetzt ist bei dir. Ja, sie waren so Ja, dumm, sein hat Kumpel. er Hinter keine dir. Chance. Warte, ich helfe dir natürlich. Wäre nicht schlecht, ja. So, vom Ex ist auch tot. Hol ihn dir. Der ist Oh, auch sorry. tot. Hol ihn dir, sagt er und killte ihn. Ja, So, ich jetzt habe geht mich immer. zurückgehalten, weißt du, lass dich vor. Und dann habe ich ihn irgendwie nochmal getroffen. Das war jetzt keine Absicht. Jetzt lebt nur noch einer von denen. Gerade. Und das ist der, der denkt, der hat den Ohr. Mr. Wonderful. Wenn Ach alle hier ja, lang gehen, reicht das Sparrow ja. Ich lebt gehe mal noch. gucken, wo der Gegner ist, der noch lebt. Ist das Sparrow? Ich könnte mir vorstellen, dass die AFK ist, ehrlich gesagt. Komm, wir holen jetzt einfach den Turm, egal wie viele Sparrow. Minions hier sind. Sparrow war doch vorhin links, oder? Ich gehe da einfach mal gucken. Nee, Ach, hier Sparrow ist ist sie. bei euch oben. Sparrow ist hier. Ach so. Oh, erstmal ein paar Ich komme Minions vorbei. zerstören. So, jetzt müssen unsere Minions noch reingehen. Ich glaube, zwei Minions reichen schon. Zwei Minions reichen, um die kompletten Gegner zu zerstören. So, Knüppel ins Gesicht.
schön. So. So, lass direkt hier links nach den anderen Dingen sollen. Also sie sind gerade so. Ja, können wir machen. Aber wenn die gleich wiederkommen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir dürfen die auch nicht zu übermütig werden. Denn Kalari ist wieder da, weißt du, der Endboss. Oh shit. Der sich mit halbem Leben in den Turm portet, weil er denkt, er kann dich killen. Ah ja, und ich hatte übrigens volles Leben, also. Ja, ich. Kalari, ne? Also. Na, eigentlich ist er ja Boss, der jetzt auch nicht kann. So ein. Ich versuch mal unser Mate zu retten, aber das ist Rictor. Als ob er halt immer noch Level 14 ist, der gegen Rigrux. Das sind die Profis. Das ist das neue, wie nennt man das nochmal? Also das macht man halt so jetzt neuerdings. Du levelst nicht voll, du wartest, sondern einfach. Komm her, Mann. Bleibst bei Level 14. Ah, ich werde sterben. Ah, fuck! Ich weiß zwar nicht warum, aber der Turm hatte mich irgendwie auf dem Kieker. Was? Der gegnerische Turm hat mich gerade einfach so angegriffen und ich habe den Gegner nicht mal berührt. Echt? Oh. Also ich war da, hab auf den Turm eingeprügelt, auf einmal holt mich Krux ran. Und ich hab trotzdem weiter auf den Turm eingeprügelt, aber... Jo, ja, wir sind gerade auch wieder alle vier down. Fand das war nicht so gut. Wenn die das jetzt nutzen, dann würden die angreifen, aber irgendwie machen die gar nichts. Mir fällt gerade auf, ich hab einen Fehler. Die haben was zu tun mit den Minions. Ich bin drei Karten drüber. Das ist ungeil. Ich bin eine Karte drunter, ich habe eine übrig. Ja, das habe ich manchmal auch. Okay. Unser Modok stirbt jetzt auch. Der kriegt nämlich irgendwie. Du hast so eine Schrotmann, Mann, setz die ein. Nicht wieder drauf. Was ist denn das für eine? Wow. Ey, wenn er sich jetzt opfert. Batsch, Alter. Oh Mann, Gottchen. Dir kann man echt nicht helfen. Er hat Kamera einfach nicht mal mehr bekommen. Ich verstehe das nicht. Die Präzision von ihm, das ist Paragon. Hier muss man nicht mal wirklich gute Präzi haben. Ach Mann. Weil du hast eigentlich so viel Auto-Aim, dass es immer passt, ne? Und dann geht er da erstmal mit 30% Leben hin. Jo, warum nicht? Schafft er schon. Muss doch hier irgendwo sein. Ja, ja, jawohl. Da ist er nämlich. Spürnase Klubschi ja, schlägt zu. Dir. Dankeschön. Schön gemacht. Die gehen alle nach rechts, also in die Mitte. Geht einfach mal mit. Hm, töten die jetzt ja einfach mal. Da ist kein Mörder. Wäre nett, wenn hier jemand mitkommt. Ja, ich bin hinter dir. Okay, komm. Dann holen wir die jetzt mal. Genau, kein Mörder und Krux wie wir. Perfekt. Bloß, dass die unterbemittelt sind. Jo. Man könnte ja sagen, die sind geistig behindert, aber so schlau sind die nicht. Alter. Ja, sorry, aber solche Gegner hatte ich auch noch nicht. Nee, vor allem vielleicht mal einen Einzelnen, der bescheuert ist, aber nicht das ganze Team. Ja. Lass mal nach rechts gehen, weil die da alle gerade sind. YOLO! Oh fuck! Da sind sie alle. Echt? So viele? Ja, sah so aus. Ich weiß nicht, ob das Minions waren oder Gegner. Ey. Ja, jetzt sind sie alle links. Zwei, ja. Komm, wir holen mal Kalari. Oh, drei.
Oh, schon wieder. Ach Mann. Quatsch. Komm doch her. Gesicht. Komm, dann geh ich mal rüber hier. Komm her hier, komm um die Ecke. Und los geht's. Was macht Rictor da? Boom. Nee, das ist gar nicht Rictor. Achso, das ist Krux. Aber ich dachte gerade, was macht. Ach scheiße. Ja, hol sie dir mal alle. Ich hab die alle so ein bisschen down gemacht. Perfekt, danke. So. Wann geben die denn jetzt mal auf? So, dann haben wir den noch geholt. Oh, wo kommt der denn her? Und der holt den mal ganz easy. So. Alles klar. Also solche Gegner erstmal hier ein paar Minions wegmachen. Ne. Das muss man mal echt sagen. So. Warte, lass mal den Kern nicht zerstören. Lass sie zappeln. Hol ihn nicht. Die Minions dürfen das erledigen. Wir halten uns alle zurück. Dann sehen die mal, was wir von denen halten. Keiner von uns greift den Kern. Die Minions machen das ganz alleine fast. Die Minions machen das. Wir brauchen nichts machen. GG. Auf jeden Fall GG, Mann. Erstmal diese Gegner, Respekt. Leute. Boah, geil. Gut, das war mal. Rictor ist wohl von innen. Alles klar. Jetzt nicht mehr, jetzt wieder. Ja, stimmt. Gut, das war auf jeden Fall mal ein etwas anderes Paragon-Match. Ich dachte einfach, ich nehme das mal mit auf, weil die Gegner irgendwie lustig waren. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Natürlich lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Haut rein und ciao. Tschüss. Tschüss.